Es ist ein wahnsinniger Verlust. Das klingt so platt, aber ist er immer noch. Immer noch. Aber schon einfach, dass ich mit ihm arbeiten durfte, das hat mir so viel gebracht. Und immer noch, einfach wenn ich an ihn denke, einfach an Kraft. Wenn der in einen Raum kam, der Raum war absolut voll gefüllt. An Kraft, an Vitalität und auch an Lebensfreude. Weil der war ja nicht depressiv, sondern der hat gerne gelebt, glaube ich. Gerne gelebt und gearbeitet und geliebt. Der war einfach gerne auf dieser Erde. Und ich glaube, der hat dieses Lebensgefühl ausgeschöpft bis zur Selbstzerstörung sicherlich auch. Sonst wäre es ja nicht so rasch gekommen, nicht? Aber wie gesagt, er hat so viel gegeben. Ganz einfach durch so seine Anwesenheit. Er hat wahnsinnig viel gegeben. Es war Silvesterfeier 1981, 82. Und in der Deutschen Eiche war ein großes Fest. Und ich weiß, ich stehe da am Türrahmen so. Es war schon so etwas später, steht er so. Und er sitzt etwas weiter entfernt. Und unser beide Augen trafen sich. Und dann stand er auf, kam zu mir und machte nur so, schaute mich an und ging weiter. Und das war toll. Das war toll, das war eine wirkliche Zuneigung.